du mal wieder Ordnung schaffen hier. Ach stimmt, da habe ich ja hier einiges an Weizen hergeschafft gehabt. Die Babykuh läuft schon umher. Ja, tu mal noch einmal Weizen rein. Zwei Stacks Weizen. Müsste reichen für die Kühe. Okay. Ich mache jetzt mal schnell hier die Rucksäcke. Mal schauen, wie viel ich zusammenbekomme. Eier habe ich auch noch ein paar gleich gedroppt. Schmetterling kann man nicht töten. Mist. Ei. Wolle. Hellgraue Wolle will ich nicht. Leder. Ich glaube nicht, dass ich viele Rucksäcke zusammenbekomme. Na, drei Stück. Drei Rucksäcke habe ich zusammenbekommen. Bekommst du einen, okay? Oh Gott, Nahrung habe ich natürlich mehr als genug. Deswegen wollte ich ja eigentlich sagen, einmal aktivieren wir die Monster. Also spielen wir auf friedlich. Weil dann müssten wir auch ab und zu mal wegen was essen. Damit meine Nahrung doch irgendwie etwas abnimmt. So. Rosa? Ist nicht rosa. Das ist rot. Oh, das ist ein Riesenauf. So, ja. Ja. Ist es der Berg, der weg muss hier, oder? Ja. Ah, okay. Ja gut, so viel ist ja nicht mehr übrig von dem Berg jetzt. Hat. Wo bist du? Und wo ist mein Pferd? Ja, da guck. Ah, ihr seid da hinten. Was macht mein Pferd da hinten? Kann ich das umbringen? Das ist der Berg, der weg muss. Yep, da ist schon noch einiges vorhanden. Nein, stopp, bleib hier, ich habe einen Rucksack für dich. Hier, da, hey, hier, da, vor mir ist ein Rucksack. Kannst du aufmachen und dann alle Rohstoffe rein tun. Ha? Wenn du jetzt auf den Rucksack gehst, hast du den jetzt aufgesammelt? Ja. Wenn du auf den Rucksack gehst, kannst du deine ganzen Rohstoffe da rein tun dann. Ich will das Schaf da haben. Das ist cool. Hier komm ich nicht hoch. Okay. Mist. So, wir sind wieder hier oben. Ich muss mal kurz wieder hier Optionen, Shader, Internal, dann irgendwie war schon wieder so ein Grafikfehler drin. So, ich reiß hier oben hier mal langsam weiter weg. Und mit den Rucksäcken habe ich jetzt mehr als genug Platz. Und falls du doch mal voll bist und dein Rucksack auch schon voll ist, dann kannst du mir auch was geben. Weil ich habe zwei einstecken. Ha? Leder. Du hast Leder? Ja, Leder ist gut, das kannst du mal aufheben, weil das brauchen wir. Deswegen habe ich ja die Kühe gekillt. Wie mache ich das in den Rucksack rein? Du gehst auf deinen Rucksack und machst drückst halt wie eine Tür aufmachen, also Rechtsklick. Rechtsklick und dann. Mache ich ja.
Nein, nein. Da ist er drin. Du bist hier unten. Du musst den Rucksack hier unten reintun. Machst Rechtsklick und dann macht's auf und dann hast du hier oben wie eine Truhe. Aus E raus. Rechtsklick. Ja! Sie hat's kapiert. Schatz, in Wirklichkeit bist du blond. Ich weiß es ganz genau. Ja. Du hast dir nur die Haare gefärbt. Okay. Ui. Mist. Ja, also wir haben eigentlich schön wir haben uns viel Arbeit erspart durchs Wegsprengen, aber auch irgendwie mehr Arbeit dadurch wieder gemacht. Wieso Arschloch? Es ist halt jetzt etwas aufwendiger, das Zeug wegzubauen. Ach, kaum. Ja, sag ich doch kaum. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, finde ich. Ich habe kaum Probleme hier, wegen das Zeug den Berg nach und nach abzutragen. Mist, da komme ich nicht rüber. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist runterzufallen. Ich auch. Und zwar nicht in meine Löcher, weil die sind nicht so schlimm. Du bist mir gerade auf den Kopf getreten. Ich weiß. Hast du mich gerade gehauen? Ja, mit Erde. Dankeschön. Hey, Schatz, sei froh, dass ich nicht mein Schwert nehme. Das Ding hat Rückstoß und Verbrennung, das heißt, du brennst und du wirst erstmal nach hinten geworfen. Du brennst! Ich brenne. Vorsicht, fall von nirgends runter. Leck mich am Arsch. Nee, das war jetzt, Merk meint, Schatz, fall bitte nicht runter, weil ich will nicht, dass du stirbst. Gar nicht wahr. Ah, so bist du da Löcher gehabt. Ich habe uns nur sehr viel Arbeit erspart. Sehr viel Arbeit. Muss halt aufpassen, wo man hintritt. Also ich finde, so schlimm ist es gar nicht. Hier abzubauen. Ein bisschen langweilig. Ja, ein bisschen langweilig ist es, aber ich glaube, die lachen sich noch den Arsch ab, weil ich da 10-mal runtergefallen bin und mich jetzt selber in die Luft gejagt habe. Ja. Ja, na klar, es ist ein bisschen langweilig, aber es muss gemacht werden. Der Berg muss weg. Ich kann den nicht offscreen will ich es nicht machen. Ich habe von Anfang an immer gleich gesagt, wir machen hier in meinem YouTube-Channel auf Minecraft machen wir alles zusammen. Hier wird nichts getestet. Wenn dann testen wir es zusammen. Das heißt, du machst nichts alleine. Also nichts alleine hier. Also nichts immer. Offline mache ich. Wenn dann alles also online. Zuschauer. Alles mit Zuschauer. Das habe ich von Anfang an gesagt, dass ich das machen will. Und wenn es jemandem nicht passt, dass ich hier alles, also jetzt zum Beispiel hier nur den Berg wegrupp, muss ich sagen, soll es nicht schauen. Meine Titelüberschriften geben eigentlich, also meine Folgenüberschriften geben eigentlich immer das her, was auch passiert und was gemacht wird. Und daher, ja. Weiß eigentlich jeder, was ich mache. Gut, ich werde jetzt dann, wenn ich der Berg hier langsam mal sich dem Ende neigt, also
Ja, ist gut. So lange wird es nicht mehr dauern, hoffe ich. Werde ich dann nochmal etwas auf Höhlen erkunden gehen, dann werde ich dich mitnehmen. Ich will meine Höhle weitermachen. Du willst deine Höhle? Willst du nicht lieber irgendwelche Höhlen erkunden? In Höhlen, in riesigen Höhlensystemen? Genau, und ich habe ein paar Schluchten und alles schon markiert. Das ist kein Problem, da können wir dir neue bauen. Hey, guck mal, jetzt komme ich hier rüber. Es ist zwar etwas like Sprungrätsel vielleicht hier rum zu hüpfen, aber das ist nicht so tragisch, finde ich das. Ist eher eine Herausforderung, hier ein bisschen zu bauen. Finde ich aber ganz cool. Ja, so wie dort die du zockst, das wundert mich sowieso, dass jemand so dort sitzen kann vor einem Rechner. Schatz. Ich habe noch eine Menge Platz im Inventar. Was soll ich denn sagen? Was soll ich sagen? Ich musste mir gerade einen Spruch verkneifen, weil du gesagt hast, deine Couch quietscht. Wollte ich schon sagen, Schatz, mein Bett quietscht auch. Willst du sehen? Ey, das könnte auch echt zu in diesem Ding sein. Ja, also, YouTube. Ich versau sowas. Versau ich euch? Doch, Kommentare immer. Versau ich euch? Ja, ihr denkt doch schon pervers. Ja, ja. Da brauche ich gar nicht nachhelfen. Ja. Ihr denkt von Haus aus schon pervers. Naja, es dauert noch etwas. Ja gut, ich glaube, ich habe sowieso etwas weiter gesprengt, als ich runter will. Könnte schon sein. Wobei ich möchte. Oh. Ja, ich weiß schon. Aber ich möchte ja etwas weiter runter als dort. Also später möchte ich dann die Messerküste hier komplett weg haben und dass es zum Wasser mit runter geht. Aber jetzt müssen wir erstmal hier wirklich grob mit dem Hobel drüber hier. Mit dem Hobel über die Landschaft. Ja, das ist beim Kies dann, wenn du es abbaust. Übrigens, mein Lager dürfte auch selbsterklärend sein, falls du dein Inventar mal lernen müsstest. Ja, irgendwann mal wirst du das aber tun müssen. Ich habe auch noch Fackeln. Ach so, das ist nicht schlimm. Übrigens, Schatz, was zu empfehlen wäre, da du ja Minecraft-Anfänger bist, dir so eine Minecraft-Bau-App runterzuladen für Minecraft-Wiki. Und dann kannst du alles nachschauen, nämlich dort, was du bauen kannst, wenn du mal, was weiß ich, Werkzeug oder so brauchst. Ich weiß es auch, ja, aber ich möchte ja nicht hier immer dein Bausklave sein. So, Schatz, meine Spitzhacke ist kaputt. Baust du mir eine? Schatz, ich bin gerade ganz woanders.
Ich bin gerade 100 Kilometer von zu Hause entfernt. Egal, komm her. Oder, Schatz, ich bin